Herzlich willkommen zurück in Angel Town bei Let's Play Sim City. Tja, wir sind hier in Sim City und wir bauen Angel Town und ja, ich habe immer noch nicht wirklich so eine Ahnung. Ich versuche jetzt mal ich könnte mal wieder so eine Rundfahrt durch die Stadt machen. Die ist eigentlich immer ganz lustig, aber das haben wir jetzt schon so oft gemacht. Ich könnte genauso gut auch wieder jemandem folgen. Das wäre auch lustig. Dem Boden kann ich leider nicht folgen. Mann, das würde ich sehr gerne. Wir können uns mal hier so bei der Kultstätte ein bisschen angucken, was da passiert. Ob die uns überhaupt da reingucken lassen. Nö, das Gebäude verschwindet auch einfach. Kein Job, kein Geld. Ich muss klauen. Was? Runter mit den Steuern. Sofort. Ich habe es satt. Jetzt bekomme ich endlich meine Arznei. Jetzt ist Schluss mit der seltsamen Körperbehaarung. Yay! Er hat keine seltsame Körperbehaarung mehr. Ich habe doch gar keinen Turm einer Metallzentrale. Naja, ich frage euch mal, also wer von euch spielt denn eigentlich so SimCity? Ja, Bommel, du musst hier nicht antworten. Ich weiß, dass du SimCity spielst. Ach ja, ja, genau. Wir spielen von SimCity und wer ist denn so interessiert an dem nächsten Addon? Denn ich so gar nicht. Ich glaube auch nicht, dass ich es mehr hole. Denn da würde ich wahrscheinlich 30, 40 Euro für ein paar neue Skins quasi ausgeben. Ein paar Gebäude, die sich ganz leicht anders verhalten. Aber ich habe dann trotzdem wieder überhaupt keinen Platz, um da irgendwas zu bauen. Ich meine, ich komme schon irgendwie mal nach, jetzt neuerdings, nach 5 Parts ans Ende. Also ins Maximum. Das ist schon nicht so dolle. Nee, gar nicht so dolle. Wie dem auch sei. Ja, die Stadt wächst nicht. Ich habe keine Ahnung mehr, was wir hier noch großartig machen sollen. Das ist wirklich so das große Problem. Irgendwann kommt man einfach an einen Punkt, wo man rein gar nichts mehr machen kann. Außer ich könnte jetzt die ganze Stadt niederwalzen. Ich könnte aber eigentlich mal eine Katastrophe loslegen lassen. So eine Rieseneidechse. Ich habe nur Angst, dass die mir irgendwelche teuren Gebäude kaputt macht. Ich würde jetzt schon gerne da was machen, aber ich habe echt Angst, dass sie mir irgendwelche teuren Gebäude kaputt macht. Und ich habe auch nicht so viel Geld. Dann müsste ich echt in irgendeine andere Stadt gehen und dort eine Rieseneidechse loslegen lassen. Und vor allem, ich kann ja nicht mal speichern und dann einfach alles zurücksetzen. Das ist auch so relativ doof. Wenn ich meine Stadt kaputt mache, muss ich dabei bleiben. Die Müllhalde ist fast voll. Yay. Stimmt, das wollte ich sowieso schon die ganze Zeit mal bauen. Hier, dann verbrennt ihr mehr. So kriege ich da mit der Müllhalde dann das doch einigermaßen hin. Hoffe ich doch. Hoffentlich produzieren die nicht noch mehr Müll. Guck mal, wieder ein Lama-Ballon. Die haben auch irgendwann nach einiger Zeit den Spaß verloren. Ich merke gerade, warum ich Monster Hunter beispielsweise jetzt nicht so wirklich bisher Let's Played habe. Da ich nämlich den Teil, der mir am meisten Spaß macht, nämlich das Online-Spielen, wenn ich den die ganze Zeit Let's Playen würde, mein Gott, das wäre auch alles so, ja, repetitiv wie das hier. Und da fällt mir dann auch nichts mehr ein, was ich sagen soll, vor allem, wenn wir dann wirklich immer dasselbe machen. Weswegen ich auch beispielsweise bei Sonic and All-Stars Racing Transformed aufgegeben habe, irgendwas zu machen, hier die ganzen schweren Sachen, die ganzen Experten-Sachen zu machen, was ich dann auch bei Rayman Legends nicht gemacht habe. Die natürlich alles Let's Plays sind, die ihr euch angeguckt habt, richtig? Richtig. Hoffe ich doch. Wenn nicht, könnt ihr das ja nachholen. Denn das sind wirklich sehr gute Let's Plays, die machen euch bestimmt sehr viel Spaß. Hoffe ich doch. Naja. Und sonst so, Leute. Ich habe ja gesagt, also ihr könnt es nochmal, ich weiß, ich denke mal, warte, wenn ich jetzt vorbereite, wir sind jetzt gerade am Sonntag. Das heißt am Dienstag, ja, da werde ich wahrscheinlich erstmal wieder Montag, SimCity, na, ich werde wahrscheinlich, wenn ich Zeit habe, noch morgen oder vielleicht noch heute was SimCity machen, weil ich habe halt leicht das Problem, da ich jetzt sehr lange Uni habe. Also Montag und Dienstag immer bis 6 Uhr Uni habe. Ja, wobei, warte, wenn ich bis Dienstag fertig habe, nee, stimmt, dann kann ich am Mittwoch noch was machen. Ja, doch, dann werde ich jetzt danach nur noch einen Part machen. Aber das Problem ist, ich habe wirklich gerade sehr lang Uni. Sehr lang Uni.
Immer 8 bis 18 Uhr am Montag und 8 bis irgendwann am Dienstag. Ja, 8 auch bis 18 Uhr am Dienstag. Und ich weiß nicht, ob ich dann noch großartig dazu was komme, weil ich meine, da komme ich nach Hause, dann kann ich essen. Montags beispielsweise gucke ich dann neue Folgen Simpsons und... Ich überlege gerade, Big Bang Theory liefen keine neuen Folgen mehr, oder? Kommt mir das gerade nur so vor. Na, egal. Ach nee, stimmt, da haben sie dann auf zweimal wöchentlich, was mich ganz verwirrt hat. Naja. Was guckt ihr denn derzeit so für Serien? Ich habe mir jetzt letztens, weil ich mir bei Max Dome geholt habe, komplett Under the Dome angeguckt. Eigentlich gar keine schlechte Serie, hat mir sehr gefallen. Die konnte ich auch super gucken, als ich Pokémon gespielt habe. Aber was guckt ihr euch sonst so an? Ich habe gehört, Breaking Bad soll gut sein. Möchte ich mir auch irgendwann noch angucken. Das ist also von der Story-Prämisse her und so klingt das schon gut. Ich habe einfach bisher gar keine Zeit gefunden, mir das wirklich anzugucken. Da haben wir ein verlassenes Gebäude. Also habe ich wirklich leider überhaupt keine Zeit gefunden. Das konnte ich mir nicht angucken. Leider, leider, leider. Aber ich hoffe, ich werde dann noch demnächst Zeit finden und dann alles am Stück angucken. Aber ich habe schon bei Under the Dome es richtig gemacht, dass ich mir da gewartet habe, dann am Stück. Weil, ganz ehrlich, sie haben zwar schon auf Deutsch dann immer mit 3 Folgen am Stück, aber das, dann guckt man sich 3 Folgen am Stück an, dann will man wissen, wie es weitergeht. Und da habe ich mir dann lieber alles so angeguckt. Ich meine, wenn ich mir auch noch damals überlege, die erste Staffel Dexter, boah, die habe ich in einem Rutsch durchgeguckt. Ich konnte gar nicht mehr aufhören zu gucken. Zweite Staffel auch, dritte Staffel ging dann auch dritte Staffel ging nicht so schnell, weil da war das Problem, da habe ich dann irgendwann die eingeholt. Oder kam Dexter mit so einer großen, also ich habe mir das auf amerikanisch angeguckt, ich weiß gar nicht mehr, kam Dexter mit so großer Verschiebung nach Deutschland. Ich habe auf jeden Fall danach noch die Bücher geguckt und jetzt habe ich das Problem, ich habe irgendwie die vierte Staffel nie geguckt, die habe ich mir bei aufgenommen, auch die fünfte Staffel, und ich sollte die mir endlich mal, also ich habe die vierte Staffel so zur Hälfte durchgeguckt und ich sollte endlich mal die Staffeln gucken, weil ich meine, Dexter soll ja glaube ich sogar schon die Serie zu Ende sein und ich habe nicht weitergeguckt, dabei liebe ich diese Serie. Mann, ich liebe auch die Bücher. Habe ich auch nie weitergelesen. Ich habe das vierte Buch angefangen und dann auch irgendwo mittendrin. Da ist, glaube ich, sogar mal mein Lesezeichen rausgefallen und danach wusste ich nicht mehr, wo ich bin. Und ich keine Ahnung. Und ich müsste es eigentlich weiterlesen, aber... Everything is shit. Ich komme sowieso auch gerade überhaupt nicht zum Lesen, da ich einen riesigen Backlog an Comics habe. Wenn ich wenigstens dazu käme, Batman zu lesen oder Spider-Man. Ich bin mir bei Superior Spider-Man nicht ganz sicher, dass da irgendwie Hefte fehlen, aber, also von meinem Abo, aber, ja, also bisher habe ich immer vergessen nachzugucken. Das sollte ich vielleicht nach dem nächsten Part machen, aber, naja, wenn ich es nicht vergesse, meistens habe ich dann gar keine Lust dazu. Ja, aber schreibt mir doch in den Comments, was ihr denn so für Serien guckt und was ihr denn gut findet. Was mir da auch noch gerade so einfällt, es läuft ja jetzt sogar Fashion Hero und Voice of Germany wieder im Fernsehen. Fashion Hero finde ich mal so total dämlich. Insgesamt diese ganzen Casting-Shows, die so billig zu produzieren sind und die Sender so viel Geld rauskriegen. Genauso die Reality-TV-Sendung. Boah, ey, ich frage mich echt, warum die Leute so einen Scheiß gucken. Und ja, insgesamt, wenn ich mir jetzt gerade so angucke, was so im deutschen Fernsehen da so alles läuft. Also Simpsons finde ich einfach immer noch gut. Das ist einfach so. Aber weißt du, Big Bang Theory finde ich auch schon wieder schlechter geworden. Also da muss ich mal wirklich so rummeckern. Also früher war Big Bang Theory noch echt gut, weil sie da noch, also die ersten Staffeln, weil sie da noch wirklich auch teilweise sehr nerdige Witze und alles drin hatten. Und es ist einfach da nicht so dieses typische Sitcom, wer geht mit wem, ich bin in dich verliebt, wir sind ja so verliebt, nein, wir sind doch nicht verliebt. Also halt dieses typische Sitcom-Gedöns hat, aber ja, das ist jetzt wirklich dazu geworden. Wir haben dann noch ein bisschen Sheldon ist dann halt noch ein bisschen komisch. Aber ansonsten ist das halt so typisches Sitcom. Das könnte es auch die ganzen Charaktere austauschen. Und deswegen ist es komplett uninteressant geworden, finde ich. Also ich finde die Folgen echt nicht mehr so gut wie früher.
Weil irgendwie die meisten Folgen gehen dann echt nur noch darum, ja, komm, wir haben Freundinnen, wir haben Frauen, bla. Raj hat keine, blö, blö, blö. Ganz ehrlich, wenn ich eine Beziehungs-Sitcom sehen will, da gibt's zigtausend andere. Und vor allem das mit Leonard und Penny, wie die dann erstmal auseinander und dann erstmal zusammen, dann wieder getrennt, dann wieder zusammen und bla. Alter, ich habe Friends geguckt, ich habe genug davon. Okay, jetzt sind sie ja insgesamt alle da so ein bisschen zusammen, aber trotzdem, ich finde... Ich guck's mir noch an, einfach weil ich Sheldon liebe, aber... Die Serie ist echt vergleichsweise schlecht geworden, einfach weil sie Mainstream geworden ist. Ja, doch, das trifft's eigentlich ganz gut. Eben weil sie Mainstream geworden ist. Es ist irgendwie so bei den meisten Serien, sobald sie Mainstream geworden sind, dann versuchen sie... Ja, wie bei Videospielen, da versuchen sie wirklich jeden anzusprechen und deswegen machen sie dann auch eher dieses Beziehungsdrama, was dann natürlich die Leute alle da besser finden. Insgesamt finde ich, es gibt also am Anfang war es ja sowieso noch so richtig super mit den ganzen, mit den physikalischen Witzen. Doppler-Effekt war super, ey, da habe ich mich schlapp gelacht. Aber halt, ja, nachher fehlt halt sowas und insgesamt finde ich, es gibt viel zu viele recht dumme Sitcoms und zu wenig, die auch richtig so Pfiff dahinter haben. Beispielsweise, hier 30 Rock, auch super, da muss ich auch mal endlich weiter gucken. Da sind die auch schon einige Staffeln, ich habe irgendwie noch die dritte Staffel, habe ich mir noch so gut wie komplett angeguckt und danach, ja, nicht mehr. Muss ich mir echt irgendwann gucken, wann bei TNT-Serie das mal wieder vernünftig läuft. Ich könnte diesen Wasserturm eigentlich mal abreißen, oder? Jo, oh, das hören wir nicht mal mehr. Bin ich zu weit weg, dass ich hier nicht höre, wie alles kaputt geht? Zu hohe Steuern. Aber bisher verdienen wir noch gut Geld. Und Hauptsache, wir haben viel Geld. Denn dann kriegen wir natürlich sehr viel Öl. Oh, das wird jetzt wieder, das war jetzt echt wieder laut. Ne, irgendwie die meisten anderen Geräusche sind weg. Na egal, schon 148.000 Tonnen Rohöl. Bald haben wir es geschafft, Bommel mit dem Rohöl. Danach muss nur noch der Rest dran glauben. Bis wir es dann hingekriegt haben. Aber jetzt habe ich mich schon genug über Big Bang Theory. Ja, nicht aufgeregt, aber gemeckert. Was ich da sagen muss, beispielsweise im Vergleich dazu, How I Met Your Mother, da werden die letzten Staffeln aber auch noch genauso gut wie die ersten Staffeln. Also, das ist eine Serie, die ist auf konstant gleichem Niveau, einfach weil sie genau weiß, was sie da liefern will. Aber gut, die haben jetzt auch nicht gerade unbedingt vergleichsweise sich stark geändert, weil wirklich bei Big Bang Theory stand ja am Anfang so diese Nerdkultur eigentlich im Vordergrund. Wo man dann öfters diese Clashes hatte zwischen der Nerdkultur und den anderen, der normalen Popkultur. Also wenn man dann meistens mal so die Ansichten von Penny und da auch ja, insgesamt diese Folge mit dem Doppler-Effekt, wie sie dann da mit dem mit der Halloween-Party, mit dem Kostümfest, das war einfach dann so wirklich, finde ich, ein super Klassiker, weil da hat man dann wirklich so die Unterschiede, die gehen dann einfach auf eine Halloween-Party und verkleiden sich als, also die in Anführungszeichen normalen Menschen und die denken sich dann natürlich da was aus, Parade, die wollen dann eine Kostümparade und sonst was. Und einfach, es hat da schon richtig, finde ich, gut gepasst, auch die Halo-Folge super. Einfach weil Halo toll ist. Oder die Star Wars The Old Republic-Folge, als sie das gespielt haben, das fand ich auch super. Aber insgesamt, so die richtigen Nerd-Folgen, die sind nicht mehr. Das dann immer nur noch, ach ja, da ist da irgendwas. Ja gut, wenn sie dann noch irgendwie da mit den Jobs da was reinbringen. Aber meistens ist echt nur noch so Beziehungsgedöns geworden. Wo auch irgendwie die Witze nicht mehr gut sind, wie ich finde. Aber gut, es gibt ja noch andere tolle Serien wie Community, aber wir sind jetzt sowieso am Ende angekommen. Also wie immer, abonniert unseren Kanal, drückt auf Gefällt mir, schaut das nächste Mal wieder ein. Bis dann.